Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute im Harthaus. Presse-Preview von Ricardos Dreamdate. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr erfolgreicher Influencer werdet, dann bleibt ihr am besten bei diesem Video dran. Neben mir habe ich jetzt Ricardo, der jetzt heute seine eigene TV-Show präsentiert hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, ich habe da die Talkrunde aufgezeichnet bei Facebook. Einfach mal reinklicken. Oh je. Oh je. Was ich da alles gelabert habe. Ich schneid's schön. Okay, danke. Da bin ich sehr dankbar. Meine Frage ist, wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich total verrückt, ehrlich gesagt. Also das ist so eine Situation, wir sind heute in München und ich habe meine erste eigene TV-Show der Presse vorgestellt und das ist sowas, worauf man sich einfach nicht vorbereiten kann. Und auf alle aufregenden Erlebnisse im Leben, so wie Führerscheinprüfung, Abitur, irgendwie solche Sachen, da hat man immer jemanden, der einem sagt, wie es ist, wie es läuft. Da hat man jemanden, der einem sagt, so hey, mach das so und so und tief durchatmen und das und konzentriere dich. Und das sind irgendwie so Dinge, die einem helfen, aber auf sowas wird man einfach nirgends vorbereitet. Also meine Mutter hat mir noch nie eine gute Nacht Geschichte vorgelesen, in der sie gesagt hat, und dann stellst du deine eigene TV-Show der Presse vor und dann machst du das so und so. Und deswegen ist man total auf sich allein gestellt und es macht richtig viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin auch so, wie ich bin. Ich mag mich auch, wenn ich mal was vergeige. Und ich glaube, da kriegt man schon auch einen Blick, wie so eine Fernsehshow hinter den Kulissen aussieht und wie chaotisch es da manchmal zugeht. Also muss man dir einfach folgen. Genau, das wollte ich damit sagen. Folgt mir einfach. Infos in der Infobox natürlich. Infobox ist ein tolles YouTube-Wort. Ich liebe das Wort Infobox. Aber ich glaube, kein anderer Mensch nutzt das aber auch, Infobox. Außer YouTuber. Außer YouTuber. Vielleicht... Müsste man auf der Straße mal fragen, was ist eine Infobox? Vielleicht in Schulen. So. In Schulen gibt es doch bestimmt so Infoboxen. Guck mal, egal. Wir haben uns ja vor 4 Jahren kennengelernt bei Kindliebe. Und da warst du ja noch im Blog, wobei noch ist gut gesagt, du warst schon extravagant und schon sehr polarisierend auch. Jetzt, 4 Jahre später, einer der besten und erfolgreichsten Influencer Deutschlands, aber auch international bekannt und auch viel zu tun. Tipp für uns da draußen, wie hast du das gemacht und was hast du für Tipps, die die ganze Jugend, die jetzt kommt, dir abgucken kann? Also ich glaube, ganz viele Menschen orientieren sich immer an dem Erfolg von anderen Menschen und das ist nicht unbedingt eine gute Idee. Weil wenn man sich Instagram anguckt, da sind fast alle Profile sind gleich aus. Gerade bei jungen Mädchen sieht jedes Profil super ähnlich aus. Bei den Jungs ist es nicht anders, aber Instagram ist hauptsächlich eine Plattform, die von Mädchen genutzt wird. Und deswegen sieht man einfach, dass alle Profile sich sehr ähneln. Und das mag auch für eine Zeit lang gut gehen und Erfolg bringen, aber es wird niemanden über den Display hinaus faszinieren, weil man das Gefühl hat, alle sind gleich und alle kopieren sich nur gegenseitig und man kriegt das Gefühl, dass da kein echter Mensch dahinter steckt. Und ich glaube, das mag für einen Moment funktionieren, aber wenn man das Handy dann weglegt, denkt man nicht mehr an die Person. Und ich glaube, wenn man mehr sein möchte für die Menschen als einfach nur ein schön gefiltertes Profil, dann ist es wichtig, dass man einfach Content anbietet, der authentisch ist. Und das kann für jeden was anderes bedeuten. Wenn man total die artifizielle Person ist, die sich super abstrakt schminkt, kann das genauso authentisch wirken, wenn man das lebt. Ich glaube, dass es nur wichtig ist, dass man versucht, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht sich an dem zu orientieren, was es schon 1 Million Mal gibt im Internet. Und das machen ganz viele und wundern sich dann, dass der Erfolg ausbleibt, weil ich einfach glaube, dass das nicht einzigartig genug ist. Und ich glaube, dass wenn man wirklich Menschen für sich begeistern will, dass man einfach auf sich hört und die Dinge macht, die man gut kann, in denen man sich wohlfühlt. Und ich glaube, dass man damit am meisten erreichen kann. Also deine Sendung gibt es ja sozusagen im Pay-TV, aber genau, auch bei Amazon. Ja. Wann läuft sie denn? Ab 9. Oktober. Und über Amazon kann man das ganz günstig, glaube ich, kaufen für 3 Euro im Monat. Kann man bestimmte TV-Sender dazu kaufen, unter anderem E-Entertainment. Und am 9. Oktober um 20.15 Uhr geht es los. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ein paar von euch einschalten und sich in meine Welt entführen lassen. Ich würde sagen, ab in die Infobox und wir schauen Infobox. Einfach mal nach. Da ist es wieder. Infobox. Unser Lieblingsort. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und ich hoffe auf die 2. Staffel natürlich. Natürlich auch. Drück mir die Daumen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also klickt einfach mal drauf. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.